Jetzt. Hart aber fair. Mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Dankeschön, schön, dass Sie dabei sind. Reichtum ist wie Meerwasser. Je mehr wir davon trinken, desto mehr Durst bekommen wir. Das war einer dieser vielen schönen, perlenden Sätze des Dieter Glanz. So wie er im Film gerade zu erleben war, ist er Täter und Ankläger zugleich. Er spottet über die Gier der Reichen, die ihm sein Geld aufdrängen, die geradezu darum betteln, mit seinen irrwitzigen Versprechungen betrogen zu werden. Aber ist Gier eigentlich ein Charaktermerkmal der Reichen, der Zocker unter den Bankern und Managern? Schauen Sie sich mal diese Bilder hier an. Schnäppchenjäger drehen durch bei der Eröffnung eines Mediamarktes in Berlin. Auf der Jagd nach Laptops und Flachbildschirmen zu Dumpingpreisen, da gehen nicht nur die menschlichen Umgangsformen zu Bruch. Warum kennt die Habsucht eigentlich keine Grenzen? Braucht es eigentlich Naturkatastrophen, damit Menschen wieder teilen lernen? Darüber wollen wir reden mit einer, ich sag mal, in verschiedener Hinsicht hochkompetenten Gästerunde. Darunter der Milliardenplatier Jürgen Schneider, der Regisseur Dieter Wedel und der Schauspieler Harald Kassnitzer, den wir gerade noch im ersten Teil des Films Gier gesehen haben. Und wir fragen auch, ob Gier nicht auch gut ist, sie uns antreibt, sie uns stärker macht. Unser Thema heute, genug ist noch zu wenig, warum regiert uns die Gier? Und das ist unsere komplette Gästerunde. Matthias Sutter, der Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung, weiß, Gier steckt in jedem von uns. Schon bei Kindern kann man beobachten, dass Fairness keine Chance mehr hat, sobald es um Geld geht. Jutta Dittfurth, die Publizistin, streitet für eine gerechte Gesellschaft und ist überzeugt, Gier ist das Wesen des Kapitalismus, denn in diesem System zählen nur Profit und Ausbeutung. Deshalb habe ich kein Mitleid mit Menschen, die den Hals nie voll genug bekommen. Hans-Olaf Henkel, der langjährige Manager und BDI-Chef, entgegnet, natürlich ist wieder mal die Wirtschaft an allem schuld. Doch Gier findet man bereits in der Bibel. Und in Maßen spricht ja auch überhaupt nichts gegen sie. Harald Krasnitzer, der Schauspieler, warnt, der ständige Drang nach Geld legt unser Hirn lahm. Und am Ende geht es durch diesen überdrehten Wahnsinn für alle nur noch abwärts. Jürgen Schneider, der ehemalige Baulöwe, verursachte 1994 eine Milliardenpleite durch Kreditbetrug und sagt, ich bin kein Dieter Glanz aus dem Wedel-Film, denn Geld war nie mein Lebensziel. Erfolg hingegen schon, und der hat mich gierig gemacht. Dieter Wedel, der Autor und Regisseur des ARD-Zweiteilers Gier, bekennt, auch ich war gierig und habe begriffen, wie schnell und unvermittelt man dadurch Opfer von Betrügern wird. Frau Dittfurth, da hauen sich Menschen, reiche Menschen, ja, Sie haben es vielleicht geahnt, aber da, ja. Sie haben ja auch besonders fasziniert hingeguckt, eben wie sicher auch viele Millionen Zuschauer, da hauen sich reiche Menschen gegenseitig übers Ohr, glauben an die Verdreizehnfachung ihres Einsatzes, und das hat ja einen realen Hintergrund, das ist ja nicht nur Film, die Verdreizehnfachung ihres Einsatzes. Was glauben Sie, macht so viel Champagner dumm? Alles Mögliche macht dumm. Ich glaube, hauptsächlich sind es Interessen. Also wenn das ganze Leben darauf abgestellt ist, dass man sagt, hauptsächlich mir geht's gut, Ellenbogen durchsetzen, ich kämpfe mir nach vorne, völlig wurscht. Wenn ich auf dem Weg dahin platt mache, dann kommen solche Mentalitäten dabei raus. Und die tanzen dann in irgendeinem Film dauernd Gaga um den Swimmingpool. Ist Gier eigentlich die Voraussetzung oder die Folge unseres Wirtschaftssystems? Was glauben Sie? Naja, Gier im allgemeinen Sinn als eine Möglichkeit, wie Menschen sich auch verhalten können, gibt es ja nun wirklich schon lange. Aber Kapitalismus hat die unangenehme Eigenschaft, aus bestimmten schlechten Vorlagen noch Schlimmeres zu machen. Und Kapitalismus ohne Gier, also ohne das Jippen nach Profitausbeutung und der Verwertung von Natur und der Vernichtung auch von Menschen, gibt es einfach nicht. Das ist dieser Produktionsweise immanent. Deswegen muss ich immer spotten, wenn jemand sagt, die Manager, der und der Manager sei besonders schlimm und gierig. In diese Positionen kommen in Banken oder Konzernen kommen keine anderen Charaktere. Man kann die auch austauschen, ist ziemlich egal. Natürlich sind die noch ein bisschen unterschiedlich. Der eine gibt mehr an wie Herr Ackermann, der andere weniger. Aber letztendlich ist das egal. Das System, diese Form von Produktionsweise funktioniert nur mit bestimmten Charaktertypen. Andere kommen auf dem Weg nach oben gar nicht in diese Position, weil sie es auch nicht wollen. Wie wird man...
Wie wird man IBM-Chef oder BDI-Präsident? Gucken Sie mal nach rechts. Naja, also weiß ich nicht, wie er es wurde. Ich habe mich da nicht darauf vorbereitet, auf ihn als Spezialfall. Aber man kann ja inzwischen, es ist ja relativ klar, dass also die sogenannten, sich selbst so nennenden, was ich immer so lächerlich finde, Eliten in dieser Gesellschaft, in Politik, in der Wirtschaft, in allen möglichen großen Einrichtungen, speisen sich zum Teil wie in Feudalsystemen aus sich selbst. Das heißt, die Kinder werden das. Ich habe mal eine Recherche in einem Elite-Internat in der Schweiz gemacht. Ganz weit oben auf den Bergen. Und dann waren da so 16-jährige, glattgeleckte Schnösel, die mir mit bornierter Attitüde sagten, natürlich werde ich eines Tages Menschen führen. Ich musste so lachen, sagte, hör mal, du Schnösel, wie kommst du auf die Idee, dass du irgendeine Qualität für irgendwas hast? Sagt er, mein Name ist Siemens. Ja, dann war es irgendwie auch wieder klar. Herr Henkel, haben Sie Ihre Welt wiedererkannt in der Welt, die Frau Dietfurth beschrieben hat? Natürlich nicht, obwohl es diese Auswüchse, die Sie beschrieben haben, natürlich auch gibt. Es wäre ja absurd, das zu bestreiten. Und in diesem Film wurde das ja auch sehr eloquent dargestellt. Darf ich noch mal diesen Satz nehmen? Reichtum ist wie mehr Wasser. Je mehr wir davon trinken, desto mehr Durst bekommen wir. Was ist falsch an diesem Satz? Ja, ich finde das ist einer der besten Sätze überhaupt in dem ganzen Film. Es gibt auch noch ein paar andere gute Sätze. Zum Beispiel der Satz, dass man sich ja nicht blamieren will, indem man zu viel fragt. Auch das gehört dazu, dass man sich Sachen andrehen lässt aus Gier, die man eigentlich normalerweise bei klarem Verstand gar nicht angenommen hätte. Aber jetzt noch mal auf Frau Dietfurth zurückzukommen. Es gibt diese Auswüchse auch in der Wirtschaft, natürlich. Aber sie gibt es überall in der Gesellschaft. Und Gier ist ein Laster, das muss man bekämpfen. Da muss man sich selbst auch immer wieder am Riemen reißen. Es ist übrigens nicht nur ein Laster, wenn es um Geld geht. Es gibt ja auch die Machtgier. Und Frau Dietfurth, mir sind also eine Menge Politiker bekannt, die gierig nach Stimmen sind und die von morgens bis abends sich überlegen, was sie tun können, um wieder beim Volk besser anzukommen. Und wenn es die gelackten 16-Jährigen gibt, die mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurden, das gibt es sicherlich, aber die haben keine Chance, nur weil sie Siemens heißen, den Siemens-Konzern zu übernehmen. Es gibt aber auch sehr viele Politiker, die also schon mit 16 in eine Partei einsteigen und dann nichts anderes machen, als eine Politkarriere basteln, um irgendwann sich in einem Ministerium wiederzufinden. Haben Sie da einen speziellen vor Augen? Ach, ich habe einige vor Augen, die will ich heute nicht nennen. Ich will nur klar und deutlich sagen, die Gier ist ein menschliches Laster und sie nun wirklich auf die Wirtschaft zu reduzieren, ist albern. Alle sind gierig. Sie, Herr Plasberg, sind auch gierig, nämlich nach Quote Ihrer Sendung. Müssen wir klar und deutlich zugeben, oder? Sie haben völlig recht. Und ich überlegte mir gerade, ob ich im Interesse der Quote Sie unterbreche oder weiterreden lasse. Das wäre wahrscheinlich nützlich für die Quote. Herr Krasnitzer, wir haben Sie gerade noch im Film gesehen. Da haben Sie immer einen ordentlichen Pegel. Heute Abend sind Sie stocknüchtern hier. Im Film, da möchte dieser Hochstapler Dieter Glanz das Geld der Anleger verdreizehnfachen. So hat das ja auch Haxen versprochen, der Hamburger Betrüger, verdreizehnfachen. Deutsche Bankchef Ackermann, in der Realität lebt der ja, der möchte nur 25% Rendite auf das Eigenkapital der Bank erwirtschaften. Verdreizehnfachen will es der Betrüger, der Bankchef sagt 25% Rendite aufs Eigenkapital. Ist das der Unterschied zwischen Betrug und seriösem Bankgeschäft? Oh, da muss ich sagen, da muss ich ein bisschen passen, weil ich ja jetzt nicht unbedingt zwingend Banker bin, um die Prognose von Herrn Ackermann zu verifizieren oder sagen zu können. Ich bin davon überzeugt, dass er das schafft. Ich bin aber auch überzeugt, dass er das mit genau jenen Mitteln schaffen wird, die uns ja gerade in die Krise gebracht haben. Also mit finanzwirtschaftlichen und finanzkapitalistischen Mitteln auf diesen Punkt bringen wird. Aller Quatsch. Und das, naja. Moment. Er hat völlig recht. Natürlich. Quatsch anders, sagt Herr Henkel, hat recht, sagt von Dietfurth. Wird er das sicher nicht schaffen. Das heißt, er wird es mit den Mitteln schaffen, dass er bestimmte Leute Geld wegnimmt und es dorthin bringt. Ja? Also so wie die Krise ja jetzt auch funktioniert hat. Und Herr Ackermann hat ja einen sehr bezeichnenden Satz gemacht, dass es in diesen Geschäften offensichtlich eine Logik gibt, die den normalen Menschen nicht vermittelbar ist. Ja, und dahinter steckt ja etwas sehr, sehr Merkwürdiges und das hat ja auch etwas, was sich jetzt bewahrheitet hat. Wir alle durchschauen ja nach wie vor nicht wirklich, wie das alles funktioniert hat, dass wir jetzt zwar eine Menge Staatsschulden haben, aber Banken schon wieder irgendwie ihre Gewinne schreiben. Wissen Sie, wer gerade mit dem Kopf geschüttelt hat, als Sie gesprochen haben? Nee, Sie ahnen es nicht. Jürgen Schneider, wollen Sie Banker verteidigen? Ja, will ich. Und gerade den Ackermann, das ist ein ganz toller Banker.
Und der hat es fertiggebracht, zu sagen, ich brauche keine Staatshilfe vorneweg und hat es hinterher auch gehalten. Das ist für mich ein Unternehmer. Der klaut sich's anders. Ein Groß. Nein, das ist nicht wahr. Und die Sache mit den 25% stimmt nämlich auch nicht, denn Sie haben es sehr, sehr präzise ausgedrückt. 25% auf das Eigenkapital. Und das ist nämlich, da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Dazu kommt Fremdkapital und wenn man das zusammensieht, kommt eine Gesamtrendite vielleicht von 3% oder 4% oder 5% raus und ist dann durchaus normal. Da liegt auch ein riesengroßes Risiko der Bank dahinter. Über Ihr Verhältnis zu Banken reden wir gleich nochmal in der Sendung. Genau, da kommen wir. Professor Sutter ist unser Experte, auch in Gelddingen. Das, was Herr Schneider gerade beschrieben hat, ist richtig und Sie unterstützen. Ich hätte kein Problem damit. Sie hätten kein Problem damit, wie das damals bei Ihnen war mit der Bank. Das gucken wir uns nochmal an. Ich möchte Sie gleich fragen, Herr Schneider, ob Sie auch Situationen erlebt haben, wie Sie sie vielleicht eben gerade auch im Film gesehen haben, wie da eben auf die Sahne gehauen wurde und wie das eben auch dieses Klima der Sorglosigkeit geschaffen hat. Wir zeigen jetzt noch mal einen Ausschnitt, wie spielerisch dieser Dieter Glanz mit dem Geld anderer umging. Ganz kurzer Ausschnitt. Champagnerpaulchen, den 76er. Kommt. Bring gleich mal 12 Flaschen. Gleich, Dieter. 4.700 die Flasche. Na wenn schon, morgen regnet's die Scheinchen. Ich hab meine Brieftasche vergessen. Lieb von dir, Heiner, dass du heute Abend die Rechnung übernimmst. Danke, Heiner. Sehr komisch. Ja, pass Sie auf. Wenn die Armut überwunden ist, dann kommt die Habsucht. Herr Schneider, Sie haben es ja auch ordentlich krachen lassen. Sie haben am Schluss auf einem Schloss gewohnt in Königstein. War das ein Wunschtraum von ihm? Wollten Sie mal auf dem Schloss nehmen? Oder war das so eine Art Fassadenwerkzeug, was Sie brauchten für Ihr Geschäft? Also das Letztere war es. Also derartige Feste, wie sie da in dem Film gefeiert wurden, das war für mich ein Gräuel. Also da habe ich mich verdrückt und habe meine PR-Frau zu den Tränen gebracht, weil ich auch nicht auf die Empfänge anderer hingegangen bin. Diese Sektglashaltergesellschaften, das hat mir nie gepasst. Nochmal die Frage nach und dem Schloss. Ich habe es nur gemacht, weil ich musste. Und das Schloss... Sagen Sie mal, warum Sie das mussten. Ich meine, Sie sind ja nicht mit einer Pistole gezwungen worden, dieses Schloss zu ziehen. Nein, das war natürlich bestens und genauestens berechnet. Denn das Schloss war ein verfallenes, denkmalgeschütztes Objekt. Und das habe ich restauriert. Und habe es ganz detailgenau wieder in den alten Zustand gebracht und habe es dazu benutzt, um den Behörden, um dem Denkmalpfleger zu zeigen, so macht man das. Und da ich ein Sammler, ein Fanatiker von denkmalgeschützten Gebäuden war, die nachher, weil ich zu viel gewollt habe, mein Untergang gewesen sind, habe ich da die Banker eingeladen und habe gesagt, das kann man aus einem denkmalgeschützten Gebäude machen. Das ist nachher so viel wert wie eine Antiquität. Und das haben die kapiert. Herr Kassenter, wie war dieser schöne Satz gerade noch, wenn die Armut vorbei ist, kommt die Habsucht? Kommt die Habgier. Habgier, Habsucht, sagen Sie im Fall Habgier. Was ist der Unterschied, Herr Professor Sutter, zwischen Gier und Habgier? Ja, vielleicht ist Habgier das noch stärkere Extrem als die Gier selber. Aber auch Gier ist doch in unserem Sprachgebrauch sehr negativ schon besetzt. Ja. Zu Recht, Ihrer Meinung nach? Also da gibt es einfach Nuancen, da halte ich es ein bisschen mit dem Herrn Kollegen Henkel, dass es einfach so ist, dass... Ehrgeiz auch Antriebskraft sein kann, das kann zu Gier werden, man kann erfolgsgierig, quotengierig oder geldgierig sein, das spielt überhaupt keine Rolle dabei. Ich glaube, es treibt uns insgesamt häufig an. Die negative Konnotation gefällt mir nicht. Den ganzen Film lang fragt man sich ja eigentlich, wenn man das sieht und wenn man auch weiß, dass es einen realen Hintergrund hat, so blöd kann man doch nicht sein. Das sind Leute, die haben selbst Geld gemacht und schmeißen es einem hin, der sagt, ich will es verdreizehnfachen. Ich möchte von Ihnen mal amtlich hören, von Ihnen als Professor, der auch Geldexperimente macht. Wir gucken uns nachher ein ganz interessantes an. Übrigens, sind Menschen blöd oder werden sie blöd, wird der Verstand mal kurz auf die Reservebank geschickt, wenn fettes Geld lockt? Es scheint so zu sein. Ja. Die Antwort befriedigt Sie vielleicht nicht, weil das, glaube ich, nicht für alle Menschen zutrifft. Also wir sind ja nicht, man darf nicht überplakativ sein und zu sehr vereinfachen. Ja, bei manchen mag es wirklich sein, wie das Schnäppchenbeispiel zu Beginn, irgendwie jetzt bekomme ich das Notebook für irgendwelchen Spottpreis. Und Millionen Leute bleiben zu Hause, weil sie sagen, na gut, nächste Woche kaufe ich mir um 50 mehr. Mhm. Ja, also ich habe immer Schwierigkeiten, wenn wir sehr plakativ sagen, sobald es um Geld geht, werden die Leute habgierig. Also wenn die Armut vorbei ist, heißt das noch lange nicht, dass die Habgier kommt, um im Text Zitat zu bleiben. Herr Wedel, Sie haben den Betrüger Glanz in Ihrem Film, den haben Sie den Vornamen Dieter gegeben.
Ist das ein Zufall? Na gut, er muss ja einen Vornamen haben. Und, ja, aber und nicht unbedingt Jürgen wäre auch schön gewesen. Ja, Jürgen wäre dann zu nahe. Hans Olaf schön, Frank wäre schön gewesen, Harald. Nein, er ist Sie haben ihn Dieter auch, genannt. Er ist natürlich auch ein Geschichtenerzähler. Und ich habe auch die Fantasie dieser Leute, ich habe ja noch andere getroffen, die habe ich schon bewundert, wie man ein solches Lügengebilde und Geschichtengebilde da zusammenstrickt und auch, was das bedeutet für den Menschen, was das also für eine Einsamkeit bedeutet. Weil ganz am Ende muss er alle diese Geschichten, die er denen erzählt hat, die auch differieren. Und er spielt ja auch die Leute dann gegeneinander aus. Das muss er alles im Kopf behalten. Ich habe nur bei den Anlegern, mit denen habe ich ja auch lange gesprochen, da habe ich gemerkt, also A, finde ich, Gier ist nicht per se etwas Negatives, sondern ich glaube auch, das ist im Menschen drin. Es ist ja interessant, dass ein Journalist Gier für etwas Negatives hält, weil Neugier ist eine Voraussetzung Ihres Berufes zum Beispiel. Nicht? Deswegen bin ich meines geworden, ja. Also ich glaube, wenn wir keine Neugier mehr haben, können wir überhaupt keine Geschichten mehr machen. Und das gehört dazu. Die Habgier war lange vorm Kapitalismus schon eine der 7 Todsünden. Die hat es wohl immer gegeben. Darf ich Ihnen meine Neugier demonstrieren? Was ist Ihre Gier? Wo sind Sie auf Ihre Gier reingefallen? Naja, ich erlebe gerade im Moment, auf welche infame Weise sich eine Bank versucht, sich von ihrer Mitverantwortung, aus dieser Mitverantwortung herauszustehlen. Ich habe Geld durch einen Freund, der hat mir geraten, einen Vermögensverwalter in der Schweiz, habe ich Geld angelegt. Ich habe ein geringes Risiko verabredet. Dieser Vermögensverwalter, Markus Künzler MBA, ich nenne auch die Firma, hat dann ein Konto, ohne dass ich selber dabei war, bei der Clariden Loi, das ist eine Schweizer Bank in Zürich, eröffnet. Ich musste nicht dazukommen, die kannten sich gut, die Schweizer Bank. Und ich will auch gar nicht auf Details eingehen, jedenfalls habe ich später entdeckt, dass auf Papieren, die ich nie vollständig zu Gesicht bekommen habe, beispielsweise die Schweizer Bank, Ort und Datum nachträglich eingetragen hat von sich aus. Sie hat Herr Wiedl, ich will Sie an dieser Stelle... Darf ich das noch? Ja. Sie hat an einem Tag das gemacht, wo ich, also ich soll angeblich in Hamburg und Mallorca, in Hamburg und Zürich gleichzeitig unterschrieben haben, an einem Tag, auf dem ich auf Mallorca war. Sie hat an 110 Tagen, so lange hat der ganze Spuk gedauert, hat sie 166 Transaktionen durchgeführt. 166, danach war das Geld weg. Die Beute war offenbar geteilt. Und die Clariden Loi, die Bank, sagt jetzt, ja, wir haben doch keine Schuld. Du hast auf den falschen Vermögensverwalter gesetzt. Aber lange bevor ich kam, hatte die Bank mit diesem Vermögensverwalter schon eine Partnerschaft, hat zusammengearbeitet. Darf ich an dieser Stelle einfach mal unterbrechen? Ich will jetzt nicht Ihr Rechtsanwalt sein, aber ich bin jetzt, glaube ich, auch angehalten, das vorzulesen, weil es einstweilige Verfügungen gibt. Die sind uns heute auch bekannt geworden. Die Anwälte der Bank haben heute geschrieben, diese Bank, die Sie gerade genannt haben, darauf legen Sie Wert, und ich lese Ihnen das jetzt vor, hat lediglich die Anweisung des Vermögensverwalters von Herrn Dr. Wedel umgesetzt und hat zu keinem Zeitpunkt eigene Anlageentscheidung für Herrn Wedel getroffen. Die Bank war auch nicht dazu verpflichtet, Herrn Dr. Wedel im Hinblick auf sein Depot zu beraten oder ihn über das Risiko der Anlageentscheidung aufzuklären, die sein Vermögensverwalter in seinem Namen getroffen hat. Selbstverständlich hat die Bank auch nie Unterschriften von Herrn Dr. Wedel gefälscht. Das sagt diese Bank heute und behauptet das als einstweilige Verfügung. Und damit haben wir das auch gleich. Ihr Vermögensverwalter, Sie haben den Namen genannt. Die haben heute auch noch mal gegen Sie Anzeige erstattet. Die bezeichnen Sie als notorischen Lügner. Was sollen Sie machen? Was sollen sie anders machen? Genau. Nicht? Also etwas ist doch, man wird doch die Frage stellen dürfen, ob eine Bank ihre Sorgfaltspflicht und ihre Aufsichtspflicht und ihre Aufklärungspflicht einfach auf Dritte übertragen kann, ohne nachzuprüfen, ob diese Dritte dann dieser Pflicht nachkommen. Zumal die Bank ja etwas gewusst haben muss, was ich also jetzt öfter von Schweizer Anwälten gehört habe, dass es nämlich unter den Vermögensverwaltern in der Schweiz sehr viele schwarze Schafe gibt. Na, warum gibt es die und warum können die tätig werden? Weil Banken wie Clariden Loi ihnen diese Tätigkeit und in dieser Form weil erlauben. Weil Menschen offenbar mehr Gewinn machen wollen als die Sparkasse. Ich weiß nicht, wo Sie leben, das um die Ecke bietet. Wie viel Prozent hatten Sie sich denn erhofft, Herr Wedel?
Also die Bank, es war schon eine Schweizer Bank, ich habe das übrigens auch versteuert, das Geld, das ja. ist ja das. Deswegen können Sie überhaupt jetzt so richtig wehren, ja? Also man muss das mal sagen, dass viele Banken damit rechnen, dass sich der Mensch nicht wehrt, weil er sagt, wenn ich mich wehre, habe ich die Steuerfahne. Ja, ja. Nein, das war vorher 3%, das war vor 2 Jahren, da waren 3% nun wirklich noch weniger als die Inflationsrate. Ich wollte 4-5% haben, also es war nun nicht die blanke Gier, aber natürlich war es auch Gier, ich wollte mehr haben. Und das Anlageprofil ist dann von diesem Vermögensverwalter manipuliert worden und gefälscht worden. Wir haben jetzt viel über Banken geredet und über Menschen, die mehr Zinsen haben wollen. Herr Krasnitzer, ich würde das einfach gerne mal von Ihnen hören, weil Sie haben eben auch eine deutlich kritische Haltung gegenüber dem Wirtschaften der Deutschen Bank gezeigt. Wie legen Sie Ihr Geld an? Was ist für Sie eine faire Rendite? Eine faire Rendite ist dann für mich gegeben, wenn ich weiß, dass mein Geld nachhaltig und sozial und ökonomisch auf dem richtigen Weg angelegt ist. Also, dass es für mich transparent ist und dass ich in der Größenordnung von 2-3% in einem Wirtschaftswachstum, das ebenso 2-3% beträgt, erhalte. Und wo ich weiß, was mit meinem Geld passiert. Wenn das passiert, dann finde ich das fair. Alles, was darüber hinausgeht, habe ich das Empfinden, ist zwar Usus, ja, so findet unsere Wirtschaft statt, ja, aber ich habe immer das Gefühl, man nimmt es dann bestimmten Leuten weg. Ob man es den Leuten in der dritten Welt wegnimmt, ja, oder ob man es irgendwelchen anderen Leuten wegnimmt, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich will mich daran nicht bereichern. Ich will auf einer realen Ebene. Sie fragen sich vielleicht jetzt als Zuschauer, was unterscheidet die Bank, wie heißt Ihre? GLS. Die GLS-Bank, was unterscheidet die Bank von Herrn Krasnitzer, von Ihrer Sparkasse um die Ecke oder von der Deutschen Bank oder von der Commerzbank? Was heißt das eigentlich, eine nachhaltige Bank? Wie geht das? Ist das eigentlich ein Widerspruch in sich? Wir möchten Sie mal zeigen. Wollen Sie schon sagen, es geht nicht, Frau Dietfuss? Nee, ich habe gedacht, jetzt gucken Sie doch erst mal. Es ist doch nein, ich habe doch gar nichts gesagt. Positives Beispiel. Offensichtlich laut nachgedacht. Wir legen Geld ethisch korrekt an. Das sagen Banken wie die Bochumer GLS Bank, die Umweltbank in Nürnberg oder die Ethikbank in Thüringen. Sie unterstützen und finanzieren ausschließlich Projekte oder Einrichtungen, die ihren Wertvorstellungen entsprechen, etwa Waldorfschulen, Biobauernhöfe oder Windkraftanlagen. Keine Kredite gehen dagegen beispielsweise an Atomkraftwerksbetreiber, die Rüstungsindustrie oder Gentechnikfirmen. Gerade in Zeiten der Finanzkrise entscheiden sich Sparer häufiger für das Konzept der Ökobanken. Sie zahlen keine Traumrenditen. Dafür legen sie viel Wert auf Transparenz. Unter dem Motto "Wir lassen uns gerne in die Karten schauen" listet etwa die GLS Bank genau auf, an welche Projekte sie Kredite vergeben hat. Dafür gibt es Lob von Finanztest. Herr Henkel, was ist das für Sie? Kapitalismus so ein bisschen im Schonanzug oder ist das die Bank der Naiven? Na, das ist die Marktwirtschaft. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich einen Bedarf und der wird von diesen Organisationen gedeckt. Und ich finde, es ist das Recht jedes Einzelnen, sich die Bank auszusuchen unter den Kriterien, die er aufstellt. Wenn er oder sie also gern möchte, dass die Bank nur in Firmen investiert, die keine Gentechnik oder keine Atomkraft machen, dann ist es sein gutes Recht. Aber es ist auch mein gutes Recht, mein Geld dort anzulegen, wo ich es für richtig halte. Und was mir bei dieser Diskussion bisher nicht so richtig gefallen hat, Herr Plassberg, ist, dass wieder mal aus Einzelbeispielen Schlüsse auf unsere Marktwirtschaft in Deutschland gezogen wird. Und die sind nicht zulässig, die sind nicht statthaft, die sind unfair. Und auch das Beispiel Deutsche Bank, ich möchte noch mal klar und deutlich sagen, es hat hier schon jemand mal zum Ausdruck gebracht, wenn man eine 25-prozentige Rendite auf das Eigenkapital hat und das Eigenkapital ist nur 10%, dann ist die Rendite 2,5%. Und Herr Ackermann, der hier schon zweimal heute angegriffen wurde persönlich, hat es immerhin geschafft, seine Bank ohne Staatsknete über die Runden zu bringen. Und ich darf vielleicht auch noch bei der Gelegenheit erwähnen, dass die meisten der Banken, die sich diese komischen Papiere aus Amerika haben andrehen lassen, staatlich kontrollierte Banken waren. Banken, wo die Politiker in den Aufsichtsräten saßen. Das war die HSH Nordbank, die WestLB, das ist die Sächsische Staatsbank, die Landesbank, die auch weggegangen ist. Sie erleben jetzt den Skandal der Bayerischen Landesbank. 70% dieser Papiere, die aus Amerika hier angekommen sind, sind nicht in
private Banken gekommen, von denen wir glauben, dass die nur von gierigen Managern geleitet werden, sondern sind in staatliche Banken gekommen, die eben nicht von diesen Leuten gemanagt werden, sondern sie sind wahrscheinlich etwas zu naiv gewesen. Die haben wahrscheinlich den Fehler gemacht, den ich vorhin erwähnte, der in diesem Film auch herausgearbeitet wurde. Sie waren wahrscheinlich nicht mutig genug, die Qualität dieser Papiere zu hinterfragen. Das ist das Problem. Also lassen Sie uns doch aufpassen und diese ganze Geschichte nicht heute Abend wieder verallgemeinern. Denn für mich ist die Wirtschaftskrise, sagen wir die Folgen der Wirtschaftskrise in Deutschland, dramatisch, wenn wir ununterbrochen meinen, weil ein gewisser Sektor versagt hat, dass deshalb nun unser gesamtes marktwirtschaftliches und gesellschaftliches System versagt. Wollen wir nicht behaupten, hat niemand behauptet, unser Grundthema ist die Gier. Oder der Wunsch, es besser zu haben, mehr zu haben als noch im letzten Jahr. Diesen unbedingten Willen immer weiter nach oben. Den gibt es doch das überall, den gibt es im Sport auch. Dann wird ein neuer Rekord aufgestellt, der springt 6 Meter mit dem Stabhochsprung. Nur will einer unbedingt 6 Meter und 1 Zentimeter springen. Sie haben dieses Antriebsmoment überall. Wobei ich der Meinung bin, dass, wenn es zur Gier ausartet, es zu weit geht. Es muss kontrolliert werden. Also Frau Dittfort, Sie sind eine professionelle Plattenauflegerin. Jetzt lassen Sie mich mal auch mal zu Ihnen. Wenn es dann wenigstens gute Musik wäre. Das müssen Sie denen Frau Dittfort, überlassen, versuchen Sie, zu entscheiden, wie meine Musik klingt. Und Frau Dittfort, müssen Sie versuchen Sie es doch mal mit Inhalt, weil ja, Plattensammlungen wollen wir nicht austauschen. Eben, heute. Genau. Ich glaube auch, wir hätten da vielleicht eine andere Musik, auch heute nicht wir hätten da wahrscheinlich einen anderen Musikgeschmack, wenn ich auflegen nicht. Würde. Aber können wir ja nachher noch besprechen. Versuchen Sie es mit Inhalt. Ich habe neulich mit einem gewissen Norbert Walter, den Sie sicher kennen, gestritten in der Deutschen Bank, der Deutschen Bank, Pension gegangen, gerade in Pension gegangen, in der Frankfurter Börse. Wir haben beide Vorträge halt eine größere Auseinandersetzung gehabt, weil er sich maßlos aufgeregt hat darüber, dass sich den Leuten dort, das war ein Publikum zum Teil mit so ein bisschen befreiungstheologischen Hintergrund, es ging um Ethik, denen erzählt habe, was ich als Journalistin recherchiert hatte, dass die Deutsche Bank zwar nicht da, wo ich wohne, in Frankfurt, wo ich auch vom Schreibtisch aus deren Türme sehe, sondern in Cleveland, Ohio, ich habe in der Nähe dort mal gelebt, habe ich recherchiert, 7000 Häuser hat zwangsräumen lassen, am Anfang der Weltwirtschaftskrise. Niemand weiß, wo die Mehrheit dieser Leute, die 20.000 bis 50.000 Menschen in diesen Häusern gewohnt haben, heute geblieben ist. Das ist die Art, wie die Deutsche Bank dort über Trusts und Verflechtung Rendite macht. Norbert Walter hat sich damit gewehrt, dass er gesagt hat, ja, also dafür können die Deutsche Bank nun gar nichts. Das sei in den USA so, die Regierung würde die Leute ins Häuserkaufen treiben, auch wenn sie kein Geld hätte, die Banken hätten damit nichts zu tun. Und in den USA gäbe es so eine Merkel. Herr Henkel sagt gerade, stimmt. Ein Satz. Es gibt so, ich weiß, die Ausrede verwenden Sie auch. Es gibt in den USA, sagt Herr Wolter, so eine merkwürdige Sitte und da mussten alle im Saal lachen. Wenn in den USA jemand seine Kreditraten nicht bezahlen kann, dann nimmt er seinen Hausschlüssel, geht zur Bank und schmeißt ein. Und sie könnten ja nichts dafür, wenn dann 7000 Leute ihre Hausschlüssel einschmeißen. Ich meine, soll man da lachen über so viel Zynismus? Das ist Menschenverachtung. Aber natürlich würde die Deutsche Bank, die Sie so schön verteidigen, in Frankfurt noch nicht mal 4 Häuser in der gleichen Straße zwangsräumen, weil das wäre in der Stadt, wo sie Empfänge gibt und Sponsoren hat und schöne Abendgesellschaften und so, käme das ganz schlecht. Also man scheißt nicht an den Ort seiner eigenen Adresse. Man schiebt die Verbrechen sozusagen um die Welt, in die dritte Welt meistens, aber eben auch in die USA zum Beispiel. Das ist schwer nachzuprüfen. Und ist hier ehrenwert und hat weiße Handschuhe an. Okay. Es ist schwer nachzuprüfen, was die Deutsche Bank in Amerika macht. Wie ich kann Ihnen die Rechercheunterlagen alle geben. Das kein ist Problem. Ihr Beruf. Ich glaube, wir kommen nur jetzt einfach in so eine Diskussion, die mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so worüber wollen Sie denn gerne? Na, ich würde ganz gerne über dieses Thema Gier auch noch. Okay. Weil wir verflechten uns wirklich in so deutsche Bankdetails und so irgendwie. Okay. Das ist ja eh alles nicht mehr nachvollziehbar. Was ist denn sozusagen die aber Grundlage? Aber Gier ist auch verquast, wenn man nicht definiert, nein, welche man nein, finde ich meint. Nicht. Warum ist es, kommt es denn dazu? Wir reden doch darüber, dass wir über eine Absenz von Regeln, ja? Wir reden über eine Absenz von Regeln. Wir sind uns wahrscheinlich weil der Staat keine Macht hat. Nein, ja, richtig. Fast keine. Ja, aber wir müssen uns jetzt nicht über Details, die wir rauf und runter in jeder Talkshow schon jeder gehört hat und die mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr interessieren. Mich interessiert jetzt nur noch, welche Regeln stellen wir auf, damit wir das